Ja, ja, der Kommissar ermittelt wieder, ihr Masken. Mimon kam und ließ sich schließlich auch brav verhören. Ich zwang ihn auch, dies auf Irines Grab zu schwören. Er verriet mir, wer die Geisteskranken freigelassen hatte und so Ärzte wie auch Pfleger in den Leichenwagen brachte. Es handelte sich um seinen Zellengenossen, der auf penetrante Weise sehr nach Fenchel gerochen. Aha, ein Inder, wurde mir bei diesem Faktum klar. Durch diese heiße Spur lag der Verdacht nun nah. Außerdem hatte Mimon von dem Schurken erfahren, suchte letzterer ein Sofa von einem russischen Zaren. Ein Kriegsverbrecher hatte darin durch einen einsamen Tunnel Atomwaffenpläne in die ferne Heimat geschmuggelt. Ein gewisser Rudy Norris, ein Agent der Achsenmächte, der sich in Stalins Bunker Dokumente in die Tasche steckte. Doch als das Blatt sich wendete, feige desertierte in ein kleines Dorf in Franken, wo später Fetti residierte. Und genau diese Ortschaft war dann auch mein nächster Stopp. Doch gelegentliche Pausen braucht auch mal der beste Kopf. Deshalb vorher noch kurz tanken, weil das hier kein leichter Job war. Den Rolli mit Benzin und mich selbst mit reinem Wodka. Nach einer eintönigen Fahrt durch ödes Hinterland erreichte ich ein Dorf, wo ich die Spur des bösen Inders fand. Ein zerstörtes Gebäude mit Schimmelwuchs und Rattenplage. Ich war so angespannt, dass ich nicht mal zu atmen wagte. Doch nicht wegen der Feinde, nein, ich wurde langsam nüchtern. Meine Laune entsprechend finster, in meinem Kopf nur dieses Flüstern. Ich erklomm die Eingangstreppe, geladen wie Haubitzen, und schon sah ich zwei Gestalten, die ein Sofa aufschlitzten. Ich gab mich aggressiver, zuerst schießen, später fragen, nach den Plänen jagen, diesen Schurken auf die Schädel schlagen. Einer ging K.O., der andere griff mich an mit fiesen Tritten. Das musste Lady X sein, sah ich an den Riesentitten. Sie war wunderschön von edlem indischen Geschlecht, doch ihr Kalari war nun wirklich nicht behindertengerecht. Blutend lag ich da am Boden, konnte mich gar nicht mehr bewegen, doch dann sah ich eine Pulle Klaren auf dem Tisch stehen. Wuchs den Schnaps inhaliert und mit gehörigen Kräften gelang es mir dann, diese braune Sexgöttin zu fesseln. Der Kommissar kommt stets mit Knarre und mit Korn zum Erfolg. Wir sehen uns in der nächsten Folge, denn Fortsetzung folgt.